Svet. The Light. Das Licht. Ja, wir kennen es bereits. Wir haben es auch schon mal gespielt. Ich wurde jetzt 30 Milliarden Mal gefragt. Wie ging das nochmal? Warte mal. Ich wurde jetzt 30 Milliarden Mal gefragt, ob ich das nicht nochmal machen kann. Wie immer natürlich mit Mauspfeil. Und zwar gab es ja zahlreiche Hinweise darauf, was uns nur eigentlich gefehlt hat. War das gerade ein Grafikfehler? Hab ich gerade einen Grafikfehler gesehen? So, und wir verlassen die Butze wieder. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch alles zusammenkriege. Denn wir wollen ja wissen, was sich nun hinter dem Geheimnis hier verbirgt. Und dazu brauchen wir Benzin, wir brauchen einen Schlüssel. Ich springe frivol in die Etage, denn es gibt ja noch keine Abfrage. Boah, ist das dunkel hier. Das Spiel heißt Licht, aber alles ist in Finsternis gehüllt. Ich glaube, oben müssen wir die Filmrollen holen, wenn ich mich entsinne. Hatten wir hier unten nicht, dass wir einen Schlüssel kriegen irgendwo? Auf jeden Fall immer noch Formulare, immer noch Bilder und von draußen strömt die Sonne herein. Ich würde auch viel lieber draußen spielen gehen, sozusagen. Doch leider kriegt man nicht immer, was man sich wünscht. Hallo, kleiner Freund. No, no. Ich mag den Vogel. Flieg nicht weg, kleiner Freund. Du bist mein allerbester Freund in der ganzen Welt. So, da haben wir den Schlüssel zum Kino. Und der Vogel lässt uns wieder alleine. Dann, wenn wir schon mal unten sind, holen wir uns natürlich das Benzin auch noch aus der Karre. Ich fürchte, diese Folge wird wohl ein wenig kürzer als die vorherige, aber ganz ehrlich, wir gucken uns ja nur an. Ich find's immer noch geil hier, Entschuldigung. Ich feier's immer noch. Ich stehe auf die Musik, ich stehe auf die Grafik, ich stehe auf das Setting und ich wünschte, es wäre ein richtiges Spiel. So, jetzt haben wir den Kanister nicht aus Versehen hochgehoben, sondern extra. Ich wünschte wirklich, huch, ich wünschte wirklich, ich könnte die Treppen hoch, hallo? Alter, was habe ich denn für kleine Füße? Muss ich die Treppen hochspringen? Offenbar haben wir Zwergenfüße oder Stumpen. Eins von beidem. Und wenn man bedenkt, dass hier alles so ein bisschen verlassen und nach Unfall aussieht, sieht so ein bisschen aus wie Pripyat hier alles. Und demnach haben wir vielleicht wirklich nur Stumpen. Oder vielleicht geht der Unterschenkel einfach in einen großen Zeh über. Ein einziger großer Zeh mit einem riesigen Zehennagel. Kann ja sein. Wir wissen es ja nicht. So, und hier? Irgendwo, hier ist es nicht. Wir gehen die Räume mal wieder ab. Wer ein bisschen mehr erfahren möchte. Ja! Das war der entscheidende Hinweis, der uns immer fehlte. Und ich glaube, die Filmrollen kriegen wir auf der anderen Seite im Archiv. Die holen wir uns jetzt erstmal. Obwohl, hätten wir auch gleich machen können, wenn wir zum Kino gehen. Ist aber erstmal egal. Hallo? Niemand drin? So, hier? Nein. Wo war denn das Archiv? Na? Ich sehe kaum was hier auf dem Bildschirm. Ach, hier sind wir wieder. Wo war denn das Archiv? War das doch unten? Ich hätte vielleicht mal auf die Karte gucken sollen. Ach, da komme ich ja nicht raus. Hallo? Ne, die Treppe war hier. Boah, ist das dunkel. Ich bin froh, dass hier keine Mutanten rumlaufen oder irgendwas. Ne, hier war doch auch das mit dem Vögelchen. Hier ist doch das Archiv nicht. Das ist doch oben. Oder ist das unten? Jetzt sag doch mal was. Hier war irgendwo noch eine Mappe der Karte. Also eine Map der Karte. Eine Karte der Karte. Eine Map der Karte? Eine Karte der Map? Na, ihr weißt schon. Huch! Habe ich aus Versehen gerade rausgeklickt mit der Maus. Das ist ein bisschen blöd hier. So. Oben. Das Archiv ist oben. Da ist auch der Kinosaal.
Entschuldigung für die kurze Unterbrechung gerade. Ich habe aus Versehen rausgeklickt, weil der Mauspfeil, ja, der geht immer auf einen anderen Desktop. Das habe ich letztes Mal natürlich schlauer gelöst. Das hier ist ja gerade mehr so eine Spontanaufnahme, weil es wurde so oft gefragt. Ach, hier ist der Schrank jetzt. Was finde ich denn in dem Schrank? Ist das der richtige Schrank? Ich glaube, einer von denen ist der richtige Schrank. Der hier zum Beispiel. Da ist ein Schlüssel. Keys. Keys. Irgendein Schlüssel, sagt er. Und den Rest habe ich gerade nicht mehr lesen können. Er kann und dann konnte ich das Wort nicht mehr lesen. Muss ja immer, ich brauche immer ein bisschen länger bei kyrillischen Buchstaben, weil ich es nicht mehr so gewohnt bin, die zu lesen. Das Archiv ist oben. Dann gehen wir jetzt nach oben. Pass mal auf. Das machen wir mal ganz frech. Und hier, ist das hier irgendwo? War das dann, wenn, dann doch hier irgendwo in der Ecke, oder? Aber auf der anderen Seite vielleicht? Nee, hier ist es. So, die Filmrollen. Yeah! Wir haben Filme für einen Kinoprojektor gefunden und jetzt gehen wir mal ganz kurz zum Keller. Da gehe ich hier mal raus. Ach, hier wieder ein schönes Tageslicht. Ach, schön, ich könnte mich den ganzen Tag hier umgucken. Hat teilweise bessere Grafik als so manches kommerzielle Spiel. Und ist momentan nur ein Versuchsprojekt. So, hello! Von hier an blind. Da ist ja Licht. Da ist eine Kerze. Wenn hier eine Kerze brennt, heißt das nicht gleichzeitig, dass hier noch jemand überlebt haben muss? Dass wir nicht die Einzigen hier sind? Oder Lampe in dem Fall. The Light, das Licht. Ich frage mich aber, wer kann die Lampe hier runtergebracht haben? Und hier, ich sehe hier übrigens wieder kaum etwas. Oder haben wir die vielleicht selber hier runtergebracht? Der Generator. So, der Generator arbeitet wieder. Wir haben wieder Licht, wie man hier sieht. Wer hat diese Lampe hier runtergebracht? Und wieso kann ich... Was? Was war denn das? I don't like that. Was? Wer hat da geschrien? Wieso schreit hier jemand? Das ist doch verlassen. Alter, wenn jetzt Monster kommen, ne, dann... Alter, ich hab doch meine Gummihose vergessen. Die musst du erstmal auswaschen wegen One Late Night. Die können doch jetzt nicht... War der Schrank schon immer da? Natürlich war der schon immer da. Lauf! So, hier ist nix. Wir gehen, wir betreten das Kino. Hier ist hoffentlich noch alles still, jawohl. Und wir haben Strom, wir haben die Filmrolle. Und nun sehen wir endlich, hoffe ich zumindest, wenn wir nichts vergessen haben, sehen wir jetzt den Film. Play. We'll be right back.
Information Overflow. Es ging auf jeden Fall um den Atomkrieg. Und einige Sachen derer, die ich lesen konnte, war zum Beispiel, wenn es uns nicht mehr gibt, wird die Mehrheit sagen, Dankeschön. Und das war's. Das war's jetzt. Das war das Geheimnis, was sich hier hinter der atomar verseuchten Stadt verbirgt. Da muss ich erstmal niesen vor Freude. Ich glaube, ich bin infiziert. Warum ist es denn jetzt hier ganz dunkel? Wo bin ich? Ist das der gleiche Film rückwärts, also umgekehrt? Wo bin ich hier? Wieso bin ich hier? Was, Alexander Kumor? Liebe russischsprachige Freunde, bitte übersetzt das doch in die Kommentare. Ich will mich da jetzt gar nicht so lange dran aufhalten. Das würde bei mir jetzt zu lange dauern. Ich bin ja nicht mal ganz so fit darin. Hallo? Hallo? Jemand da? Liebe russischsprachigen Freunde, hier das Gleiche. Sammy, hallo? Ich sehe nichts. Hallo? Wo geht's weiter? Ich bin hier in einer Sackgasse. Und wer weint denn da? Weine nicht, ich komme ja nicht weiter. Hier stehen überall Zitate. Liebe russischsprachigen Freunde, ich freue mich schon, wenn das Ding auch auf Englisch rauskommt. Oder vielleicht sogar auf Deutsch, man weiß es nicht. Aber wo bin ich denn hier? Und wieso ist da am Ende einfach nur eine Sackgasse? Symbolisiert dieser Gang vielleicht das Leben? Und wir alle strudeln, unbeirrt, immer weiter taumelnd in die Sackgasse. Hier geht's weiter. Und das Weinen wird lauter. Leonardo da Vinci. Ein Zitat von Leonardo da Vinci. Liebe russischsprachigen Freunde. Ich will da nicht weiter. Ich dachte, das Spiel wäre schon vorbei, wenn man den Projektor startet. Ich will hier nicht weiter. Wo bin ich denn hier? Wladislav. Ja, liebe russischsprachigen Freunde. Alter, ich muss meine Russischkenntnisse echt mal wieder auffrischen. Ich bin so eine Niete. Oh nein, ich will nicht ins Licht. Jetzt auf einmal will ich nicht ins Licht. Eben wollte ich nicht im Dunkeln sein, jetzt will ich nicht ins Licht. Ich will nicht. Geh nicht ins Licht. Geh nicht ins Licht. Was sagst du? Ich höre dich nicht. Hallo? Hallo?
Ist noch jemand mit mir hier im Licht? Irgendjemand? Bist du es vielleicht? Du, der du gerade vor dem Monitor sitzt und wartest, dass etwas passiert. Sind wir gemeinsam hier? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Weißt du es vielleicht? Ich schaue mich um, doch ich sehe nichts. Und so soll es im Himmel sein? Das ewige Licht? Der Mauspfeil ist mein treuer Begleiter. Doch egal, wohin ich auch blicke, ich sehe nichts. Das Licht ist allgegenwärtig und raubt mir die Sinne. Obgleich es hell ist, raubt es mir mein Augenlicht. Und es ist so, als traue ich meinen Augen nicht. Ich glaube, dass hier gleich jemand blaue Augen kriegt. Denn ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist vorbei. Der Spaß ist vorbei. Ich glaube, wir können nach Hause gehen. Und ich glaube... Naja, vielleicht sind wir einfach angekommen. Ich drücke W, ich drücke A, S, D, alles. Aber irgendwie passiert gar nichts mehr. Ich glaube fast, das war The Light. Es wird endgültig. Und ich bin gespannt, vielleicht gibt es ja eine Steam-Version, die gegreenlightet wurde. Das Spiel wurde ja schon vor einiger Zeit gegreenlightet. Vielleicht gibt es da ja einige Neuerungen. Ich weiß nicht, warum das sonst so lange dauert. Lassen wir uns überraschen. Tja, und für jetzt sage ich einfach Tschüss. Zack, mit P komme ich wieder raus. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video, was auch immer das nächste Indie-Game sein wird. Oder vielleicht bei den anderen Games. Ihr wisst es doch. Ich sage es gerne noch tausendmal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt habe ich gerade einen Gruß an die Stirn gemacht. So, weißt du, so zu Befehl. So zwei Finger an die Stirn und mich damit verabschiedet. Obwohl ihr das nicht sehen könnt. Aber im Geiste sind wir eh alle Brüder. Keine Ahnung, was ich rede. Das Weiß hat meinen Augen nicht gut getan. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Und ich drücke hier auf Ausgang. Tschüss.